So, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Late Night Beef Show. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das jetzt sein soll. Wenn ich ehrlich bin, wissen wir das auch noch nicht so ganz genau. Wir werden es wie folgt machen. Wir werden das jetzt einfach heute mal so machen, wie wir das so uns so ungefähr vorstellen. Und am Ende sagen wir euch, was die Late Night Beef Show ist. Oder ihr macht in den Kommentaren unten, abonniert und sagt uns, wie ihr das gesehen habt. Es wird kurzweilig, hoffe ich. Es wird ein bisschen politisch unkorrekt. Es wird interessant werden. Wir haben schöne Talkgäste immer hier. Also lasst uns da mal jetzt loslegen. Wir fangen direkt mal an. Wir haben also Dezember 21. Corona hat uns leider immer noch fest im Griff. Und jetzt kommen diese ganzen tollen, schönen Feiertage. Kennen wir ja Weihnachten und sowas alles. Gibt aber natürlich auch ganz andere noch viele schöne Feiertage im Moment. Ich habe mir mal so eine Liste gemacht von Dezember, was man alles feiern könnte, wenn man jetzt nicht irgendwie beschränkt ist. Also, wir haben da den Mistletoe-Tag, den Mistelzweigtag. Den finde ich ganz gut. Da haben wir den Iss-einen-roten-Apfel-Tag. Den finde ich, ziemlich geil. Dann gibt es den klare Sicht ohne Zweitstärke Glas, den Tag, also für Brillenträger, ganz toll. Den Tag des Spekulatius, auch schön. Dann den Tag des Mischlingshundes, den Tag des Krapfens. Dann gibt es den Tag des Sicherheitsrasierers, den finde ich also ganz spannend. Den würde ich gerne, war jetzt auch schon der 2. September. Dann gibt es tatsächlich den bundesweiten Tag der Dominosteine, den Dach über dem Kopftag, das ist wichtig, finde ich, zu Weihnachten. Dann haben wir den Tag der Socke. Finde ich sehr cool. Der Tag der Würfel, okay, das ist die Zocker. Den Tag der Zimtsterne, auch sehr geil. Und dann haben wir den Tag des Ninjas. Den finde ich persönlich klasse. Also den Tag des Ninjas würde ich gerne feiern. Dann haben wir den Tag des Pferdes. Naja gut, okay. Okay. Den Tag des heißen Kakaos finde ich auch ganz gut. Dann haben wir, warte mal, ich habe hier noch was. Also den Tag des Tannenzapfens, okay, der passt. Aber ich habe hier noch einen sehr coolen Tag, das ist der Tag des Gewinnes des Phileas Fogg. Phileas Fogg kennt ihr alle wahrscheinlich, ne? In 80 Tagen um die Welt. Und der ist am 21. Dezember, eine Sekunde vor Ablauf seiner, wie lange war er, 80 Tagen, ist er da reinmarschiert und dieser Tag wird also auch begangen. Den finde ich eigentlich ganz cool. Die Nacht der Radieschen gibt es, den Kürbiskuchentag gibt es. Also, und für unsere Zuschauer den Tag der Jabberlappen. den könnte man feiern. Also, ihr müsst euch also nicht auf diese ganzen christlichen Tage hier beschränken. Ihr habt genug Auswahl. Und am Ende machen wir den Tag des Champagners am 26. Also, es gibt genug zu feiern, auch wenn man irgendwie unter, was haben wir jetzt, G3G, 2G plus, man steigt da ja gar nicht mehr durch. Keine Ahnung. Mal sehen, wie das so endet. Wir werden es mal alle abwarten. Okay, heute haben wir den ersten, also quasi Premiere, den allerersten Gast in unserer Show. Das ist links von mir, der Oliver Sievers. Hallöchen. Applaus. Genau. Olli, ja. Haben wir den Applaus aus der Konserve hinterher? Ja, kriegen wir. Das wird aber bei dir natürlich. Da geht wirklich die Post ab. Also ungefähr 10 Minuten tosender Standing Ovations. Wir werden dann auch noch Schlüpfer hier raufschmeißen für dich und kleine Teddybären. Wie sonst auch, wenn du grillst. Ja, das ist, ne? wie sonst auch, wenn du grillst. Wie üblich halt. So, der Oliver ist unser erster Gast. Er wird auch in Zukunft öfter mal mitmoderieren. Also wir haben uns das überlegt. Ich glaube, da kommen wir gleich dazu, er wird durch seine neuen Aufgaben wirklich wahrscheinlich sehr beansprucht werden. Und nicht jedes Mal Zeit haben, wenn wir drehen. Wir werden es einrichten, aber er ist dann immer wieder mal hier, wird mitmoderieren, hat aber eben auch noch andere Dinge zu tun. Er muss natürlich die Barbecue-Nation retten. Ich begrüße also nochmal ganz herzlich El Presidente, ne? Den neuen Präsidenten der GBA, Oliver Sievers. Jetzt frage ich mich und andere, was hat dich denn da geritten, sowas zu machen? Ja, also erstmal muss ich ja tatsächlich sagen, dass das von mir schon so ein kleiner geheimer Wunsch war, das irgendwann mal zu machen. Du hast es mir mal erzählt, aber du hast gesagt, in 10 Jahren oder ja, so. Weißt du, am Ende meiner Karriere will ich das mal machen. Ja, so war das Motto, wenn ich selber keine Wettkämpfe mache oder so. Dann hatte ich gedacht, ja, das wäre ja schon ganz cool, irgendwie das auch mal zu sein. Aber jetzt bin ich tatsächlich letztens angesprochen worden,
so vor 2-3 Monaten von dem Präsidium, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Denn der Volker, der es bis dahin gemacht hat, der möchte es nicht noch weitermachen. Der hat ja 6 Jahre das quasi das gemacht und möchte das nicht weitermachen. Und die waren halt der Meinung, die bräuchten jemanden, der die ganze Sache vielleicht mal in eine andere Bahn lenkt, andere Außenwirkung hat oder so. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss halt ein bisschen überlegen. Ich habe ein bisschen mit meiner Freundin gesprochen, natürlich mit meinem Team, wie die das so sehen. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann gedacht, ja, machst du, wenn er gebraucht wird, ist es immer gut. Ja, denn cool. Es steht ja schon in der Bibel. Bin jetzt nicht so bibelfest, aber ich glaube, da stand es drin, frag nicht, was dein Verein für dich tun kann, sondern frag, was du für deinen Verein tun kannst. Den berühmten Fischerverein. Ja, irgendwie sowas war das. Kannst du ja auch einen Anglerverein. Ja, hör mal, wir haben auch zu dem Thema haben wir auch einen ganz prominenten, werden wir jetzt live befragen gleich. Oh. Salpe, kennst du? Ja, sicher. Der kleine, der kleine muskulöse Türke, der mit dem Salz um dich schmeigt. Jetzt halten wir rüber. Salpe, hallo, mal, was sagst du denn zu der Präsidentschaftswahl von Oliver Sievers? Okay, ihr seht, Salpe ist gerade beschäftigt. Wir versuchen es gleich nochmal. Tut uns leid, wir probieren es nachher, das wird mit Sicherheit klappen. Das heißt, du hast jetzt diese Präsidentschaft übernommen. Das ist natürlich eine Aufgabe, ne? Also erstmal habe ich sie jetzt einfach übernommen, man muss ja gewählt werden. Die Leute haben mich gewählt halt auch. Es war also eine demokratische Wahl. Ja, ganz genau. Also unter den Mitgliedern ist das bei einer Mitgliederversammlung gewählt worden. Also ich bin gewählt worden, habe dann die Wahl auch angenommen und freue mich auch darüber, dass man mich da quasi wirklich da haben will für diesen Zweck. Und jetzt bin ich mal selber gespannt, wie viel Arbeit das im Endeffekt wird. Ja. Allerdings möchte ich natürlich schon, ich sehe die Sache sehr ernst. Ich bin ja durchaus unterwegs in Mission Barbecue, sage ich jetzt mal. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben beim Grillen. Apropos Spaß, ja. Ich habe schon gedacht, da steht noch zu Ziele da. Nein. Ich möchte ja, dass die Leute Spaß haben, dass es ein bisschen hintergründiger wird, dass sie sich was überlegen dabei, dass sie eine gute Zeit haben mit Freunden und Familie und sowas halt alles. Und wenn ich da ein bisschen was dabei tun kann, die ganze Sache voranzutreiben, umso besser. Ich möchte gerne, dass die Leute im Verein, also ich möchte den Verein gerne stärken von innen raus. Ich möchte gerne, dass die Leute im Verein sich ein bisschen mehr einbringen und sowas halt alles. Dass man sich damit identifiziert und solche Sachen. Okay, nun ist ja, also drücken wir erstmal, oder? Ja. Komm. Prösterchen, ne? Fünschchen. So. Also Kaps. Prösterchen. Wird Zeit für euch jetzt auch mal so ein Fläschchen aufzumachen? Na, passt zum roten Apfeltag hier, oder? Wer denkt sich den Scheiß eigentlich immer aus? Das weiß ich nicht. Amis, also viel Amis. Amis, aber. Oh, der ist lecker. Oh ja, der ist mal. Also, guck mal drücken. Nee, also nun ist es ja, also jetzt, ich will das jetzt gar nicht so sehr auf die GbR, aber generell ist ja Vereinsarbeit schon. Wenn man in der Führung ist, hat man ja immer fast mehr mit inneren Querelen zu tun als mit äußeren Aufgaben. Ja, das ist ja so eine Vereinsgeschichte, ne? Ja, genau, das ist so. Man hat natürlich viele 100 Leute im Verein und 1000 Meinungen. Die sind nicht immer alle einer Meinung, ganz genau so ist das. Da gibt es die immer nur meckern und die alles immer vorantreiben wollen und irgendwo dazwischen ist dann der Rest. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich den einen oder anderen Skeptiker wieder mit ins Boot holen kann. Ja. Habe ich auch bei dem einen oder anderen schon geschafft, der. Du hast Weizenegger, der ja auch gerne wir kennen ihn ja in der Serie. Der hat ja auch immer was zu sagen zu allen Dingen. Genau, der hat auch immer was zu sagen, auch oft kritisch. Und, aber fundiert oft, ne? Ist ja kein Idiot. Also der weiß schon, was er sagt und hat ja auch schon durchaus ab und zu mal Hand und Fuß, was er dann da so macht. Aber der hat sich auch bereit erklärt, auch ein Amt zu übernehmen. Ja. Infolge meiner Präsidentschaft. Was gibt's da für Ämter? Er ist Kassenwart. Ne, und, schwieriges Thema. Ja, gut, aber das ist natürlich wichtig, wir müssen ja durchsichtig sein. Ja, absolut. Das, also, das ist mir nicht mehr am Herzen, dass wir das ordentlich machen, denn wir brauchen natürlich Geld und die Leute müssen wissen, wofür ihre Beiträge und so weiter rausgehen. Und der Horst, der hat sich diese Aufgabe auch angenommen, mit einem anderen Freund zusammen, mit dem Frank Brune, der auch dann spontan sich dazu bereit erklärt hat. Und der Horst und ich, wir telefonieren gerade sehr viel, weil wir im Februar schon eine Jury-Schulung für die GbR haben. Habe ich schon gesehen, cool. Ganz genau. Ne, das regeln wir gerade und ich freue mich sehr darüber, dass er dich da so stark einbringt. Ja. Das wünsche ich mir wirklich von vielen. Das heißt, alleine kriegst du das ja, also ist ja klar, das ist ja eine Teamarbeit, das Ganze. Ja, man hat ja ein Präsidium, man trifft sich ja, man setzt sich zusammen und dann entscheidet man ja auch, was machen wir jetzt in welche Richtung. Aber ich denke mir, dass das
wenn man das richtig macht, schon echt zeitintensiv ist. Ne? Ja, man, das, ich sag mal, das ist halt wie ein Auto. Man kann das mit Standgas einfach fahren, ne, und einfach laufen lassen, sag ich mal. Aber wenn man was bewegen will, dann muss man dann aufs Gas drehen. Da muss man dann machen. Ne? Was ich natürlich so ein bisschen, also ich habe ja auch so meine Ohren und Augen so ein bisschen überall, ne, und höre immer viele Dinge, was ich dann auch im Vorfeld gehört habe, waren halt Stimmen, die gesagt haben, ja, das, der neue Präsident darf niemand sein aus einem Team, der mitmacht, weil es dann, weil da so kolportiert wird, dass es dort eventuell Verlangen gibt, irgendwelche Dinge durchzustechen, ja, oder anders, oder die Juries zu beeinflussen oder irgendwas in der Art. Ja, also du bist ja nun bei den Barbecue-Wieseln und du bist ja nun mal im Team. Ja, genau. Allerdings werde ich natürlich bei der Deutschen Meisterschaft nicht mehr teilnehmen. Ja. Also als Teammitglied ist klar, meine Aufgaben sind ja auch völlig andere. Ich muss da mit allen möglichen Leuten sprechen, mit den Sponsoren, mit Partnern, mit den Teams und sowas halt alles. Ich habe ja Moderationsaufgaben dann. Und ich werde das Juryzelt natürlich, ich werde das natürlich betreten und werde mit den Juryleuten nochmal sprechen und so, werde den guten Tag wünschen und dass sie fair bewerten sollen. Ja. Und sobald die erste Probe quasi drin ist, werde ich das nicht mehr betreten, bis alles durch ist sozusagen. Also wie gesagt, da ist Transparenz natürlich absolut wichtig, damit man hinter sich nicht nachsagen lassen muss sozusagen. Obwohl ich natürlich genau weiß, egal was du machst, geredet wird hinterher immer. Ne? Also, ja, natürlich. Ich wünsche meinen Leuten ja auch immer noch viel Glück, aber ich allen anderen halt auch. Ich sehe das ja jetzt geht das ja schon wieder los. Ne? Also in den Foren wird ja schon wieder so ein bisschen, also was hatte ich irgendwie letztens, ach, da ging es um Sponsoren, glaube ich. Also eine Sponsorengeschichte, warum man denn den einen da mitmacht und ach, es ist, ja. Also ich glaube, dass die Arbeit für dich schwieriger fast nach innen als nach außen ist. Ich denke, dass du natürlich, also auch im international natürlich, dann eine Strahlkraft hast. Das sehe ich so und andere auch. Und naja, du wirfst dann natürlich auch schon so einen Pfund in die Schale, sag ich mal. Also wenn das in die Hose geht, dann ist das ja, echt schwierig. Ja, natürlich. Ne? Danach kommt nichts mehr, glaube ich. Genau, sowas ist natürlich eine große Chance, ganz klar gut dazustehen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine riesige Chance, in 3 Jahren als Idiot dazustehen, als jemand, der nichts geschafft hat, im Grunde genommen. Aber ich will ja was schaffen und das Präsidium, die anderen Leute, die im Präsidium sitzen, die wollen einen guten Job machen, ich will einen guten Job machen. Und wenn wir das vernünftig machen die nächsten Jahre, dann denke ich, werden wir in 3 Jahren, das ist so der Bereich, in dem ich jetzt erstmal rechne, dann werden wir deutliche Veränderungen sehen. Ja. Denn die Sache ist natürlich, dass ich nicht, also dass die Leute nicht erwarten können, dass die GBA in einem halben Jahr schon anders dasteht. Ne, so schnell geht das nicht. Wir brauchen Zeit. Corona sorgt natürlich dafür, dass die Zeit noch ein bisschen länger ist halt immer noch. Ja. Wir wollen auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft im Oktober, im August machen. Gleiches Thema, warte. Ja. Ich höre gerade, wir können noch mal rüber zu Zeit B gehen. Ich glaube, Sind wir jetzt fertig? Ja, wir gucken mal. Also Zeit B, wir schalten noch mal rüber zu dir. Was sagst du denn zu der Wahl von Oliver Sievers, dem amtierenden Barbecue-Weltmeister, zum Präsidenten der GBA? Okay, gut. Der Mann muss Geld verdienen. Genau. Tut uns leid, wir probieren es nachher nochmal. So ein Job wäre auch was für dich, oder? Ja. Ich hätte mir den Move eher einfallen. Ja, den Move, ja gut. Es gibt den Move hier, ne? Mit dem Bauch, glaube ich. Aber gut, da wären wir eher für geeignet. Okay, gut. Okay, Stichwort Deutsche Meisterschaft. Wir haben jetzt Dezember 21. Die Deutsche Meisterschaft findet wann statt? Ersten Wochenende im August. Im August, genau. So. Ich komme ja aus der Eventbranche und ich sag also, wenn ich jetzt wird es langsam schon eng, das zu organisieren. Ja, also wir sind natürlich schon vororganisiert. Mit Corona. Wir haben mit der Stadt ist schon alles abgesprochen, wird wieder in Fulda stattfinden, denn wir werden jetzt in der Situation es nicht gebacken kriegen, theoretisch nochmal woanders hinzugehen. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt nochmal da machen und wollen. Darf ich noch kurz einhaken? Da darfst du es wahrscheinlich nicht sagen. Also ich finde ja Fulda jetzt eher nicht so ganz prickelnd, aber das ist jetzt, also nichts gegen Fulda, meine Oma hat da gewohnt, ich war da oft, aber das ist jetzt echt nicht so eine Stadt, also ich weiß nicht, wir sind Deutsch, also was ich mir so als blöder Laie vorstelle, ne? Das wäre so Berlin als Hauptstadt oder in der Metropole aus NRW oder Hamburg oder München, sowas ein bisschen mehr Flair, jetzt weiß ich jetzt, die Fulda. Was sagt man? Fulda lesen? Ich glaube, so heißt das. Die hassen mich natürlich jetzt dafür, aber das ist halt, also Deutsche Meisterschaft ist ja jetzt auch nicht so eine Pipifax-Veranstaltung. Ne? Und da muss man natürlich auch wahrscheinlich so eine Stadt dahinter haben. Ich glaube, das hat sich damals irgendwie so ergeben aus gewissen
Ja, der Volker kam ja aus Volker. Genau, ja, ja. Der Volker hat da seinen Sitz. Gut, dann wäre das ja bei dir Bochum demnächst, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber der hatte halt super gute Kontakte. Ja. Und man muss ja auch sagen, also ich als aus Teamsicht sozusagen, der da mitmacht, das ist tatsächlich die beste organisierte Veranstaltung, die ich bis jetzt erlebt habe. Mhm. Ich meine, die amerikanischen Sachen sind auch ganz toll, in Amerika halt, aber viele andere Sachen sind längst nicht so gut. Die Infrastruktur ist super da, man hat viele Helfer da vor Ort, also das funktioniert alles gut, genug Hotels. Also für die Teams ist das da schon eine sehr komfortable Geschichte, da muss man schon einfach sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn es nach mir geht, wäre das jetzt zum letzten Mal in Fulda. Und dann würde ich die ganze Sache gerne auch mal woanders wieder hinholen. Und ich bin da absolut bei dir, so Richtung München, Richtung Berlin, Richtung Hamburg, Richtung Ruhrgebiet. Das sind durchaus so Gegenden, wo ich gerne mal hin würde. Ja, oder? Ja, da muss man, wir müssen halt ein Paket schnüren sozusagen, womit man zur Stadt gehen kann und sagt, wir wollen das hier und hier machen oder habt ihr Lust, dass wir das hier machen? Ja. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen so einen großen Platz, wir brauchen die Infrastruktur. Was könnt ihr uns davon bieten sozusagen? Okay. Und, also das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt, wobei jetzt ne, die Menschen in Fulda jetzt auch nicht in Panik ausbrechen müssen. Also es ist eine Option, aber noch nicht so hundertprozentig safe. Aber ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn man es, glaube ich, auch wechseln würde. Ja. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall noch Fulda. Naja, das glaube ich auch. Weil das kriegen wir jetzt nicht mehr gedreht, wollen wir auch gar nicht. Ja. Ne, das ist jetzt, das ist alles so in trockenen Tüchern schon ziemlich. Ja. Nur Corona kann das noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Und das ist natürlich nicht so unrealistisch, oder? Man weiß nicht, was passiert. Man weiß ja, jetzt haben wir gerade Omikron, wer weiß, was dann ist. Ja, 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 ne, ja, ganz klar. Aber im Grunde genommen, die Leute lassen sich jetzt wieder mehr impfen. Ja. Ich glaube, gestern sind fast 900.000 Impfungen rausgegangen. Also wenn es so weitergeht, dann zwei, drei Monate. Dann könnte es was werden. Dann könnte es durchaus was werden. Dann kommt der Frühling, der Sommer, wenn das Wetter gut ist, die Leute ein bisschen aufpassen. Dann geht das. Dann, ich gehe davon aus, dass es stattfindet, ja. Sponsoren, wie sieht es mit Sponsoren aus? Habt ihr da schon irgendwie was in der Pipe? Ja, das bei den Sponsoren ist halt natürlich immer so, dass neue dazukommen, ein paar alte weg sind. Aber im Grunde genommen hat man so einen Stock an Sponsoren, die ja eh auch gerne dabei sein wollen. Ja. Und da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen. Ich glaube, da gab es ja auch so einen Punkt mit den Sponsoren, dass die, da war, glaube ich, auch, habe ich so gehört, dass die so ziemlich abgeturnt waren, dass die Teams, wenn die ihre Dinger da flaggen, dass die Sponsoren dann eben auch nochmal extra bezahlen. Also sie haben die Teams bezahlt und müssen dann auch nochmal extra bezahlen. Ne? Ja, so ist das. Leider. Ja, genau. Okay. Also bis letztes Mal war es auf jeden Fall so. Ja. Da habe ich aber noch nicht dran geschraubt. Also ich bin ja erst ein paar Wochen im Amt. Ja, also kannst du nichts dazu sagen. Da kann ich noch nichts zu sagen. Wir wollen ja quasi, dass es für die Mitglieder im Verein einen deutlichen Benefit gibt, sozusagen. Ja. Ne? Und das heißt, wir wollen es dem Team leicht machen, wir wollen den Mitgliedern es leicht machen. Und die sollen hinterher sagen, es ist gut, dass ich in der GBA bin, weil ich einfach dadurch Vorteil habe, aus verschiedensten Gründen. Ja, ja. Also jeder, was könnte das sein? Ja, zum Beispiel vielleicht Vergünstigungen in irgendwelchen Produkten, hatten wir schon mal, ist eher ein bisschen unglücklich, weiß ich noch nicht, aber natürlich freien Eintritt bei allen möglichen Meisterschaften, solche Sachen. Dann gibt es ja die Fire in Food auch noch als Magazin für Mitglieder. Ja. Ne? Und dann, wie gesagt, dann ich möchte ja gerne auch Aus- und Fortbildungen und Weiterbildungen für Mitglieder anbieten. Also gar nicht nur für Teams. Ja, ein Steakkurs vielleicht einfach mal, ein Steak-Tasting. Ja. Dass man sich da ein paar Sponsoren sucht. Der eine hat eine Grillschule, die bietet er quasi oder stellt zur Verfügung. Dann ein, zwei Grillmeister und irgendjemand, der halt Fleisch bietet. Und dann kann man denen das für wenig Geld ermöglichen, mal so ein Steak-Tasting quasi von USA über Irland bis Australien und Wagyu vielleicht einfach mal zu testen. Ja. Aber nur für Mitglieder, für wenig Geld sozusagen und solche Sachen kann man sich vorstellen. Ja, okay, spannend. Also, aber es ist natürlich, okay. Spannend. Zum Beispiel. Jetzt, ja, okay. Es gibt viele Sachen, die machbar sind. Also ich habe ja auch gehört, viele Leute unterstützen dich dabei, ist eine spannende Geschichte. Da kann man, also ich unterstütze es auch und viele andere, von denen ich gehört habe, die unterstützen auch. Ich finde es eine sehr, sehr coole Geschichte. Könnte einen großen Aufbruch geben. Wir werden es mal beobachten. Ja. Corona macht es noch schwierig und natürlich ist die deutsche Meisterschaft natürlich super interessant. Ja, also ich sage ja, also dieses Jahr wird sicherlich noch ein schwieriges Jahr. Und im ersten Jahr da merkt man auch die Veränderung noch nicht so deutlich. Ja, ne? Ja. Aber so im zweiten Jahr kann man gut dran arbeiten, im dritten Jahr. Und danach muss man wirklich deutliche Veränderungen sehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass so ein ganz kleiner Ruck schon durch den Verein gegangen ist. Die Stimmung ist durchaus positiv. Ja. Es ist gut aufgenommen worden. Die Reaktion war sehr positiv, was mich sehr gefreut hat natürlich. Aber deswegen, ich sehe es eher als Aufgabe und als, wie soll ich sagen, positiven Druck an, die Sache jetzt auch wirklich richtig gut
gut zu machen. Ja. Wie gesagt, Transparenz ist mir unglaublich wichtig, wenn wir die Jahreshauptversammlung haben. Die Leute müssen wissen, was wir machen, warum wir das machen, wofür unser Geld ausgeben, wie viel Geld wir überhaupt haben, was mit der deutschen Meisterschaft ist. Ich will die gerne mit ins Boot holen. Wie gesagt, ein Verein lebt von den Mitgliedern. Ja. Und also ich möchte keine Hürde haben zwischen Präsidium und Mitgliedern. Also alles eine Ebene. Ja, okay, im besten Fall schon. Darauf trinken wir jetzt erstmal. Prösterchen. Ja, auf euer Wohl. Okay, aber der Oliver ist ja nicht nur, also nicht der Oliver, sondern du, Oliver, der Oliver, ist ja nicht nur der, der jetzt hier die GBR macht und klar, die ganze Weltmeistergeschichte, die haben wir schon öfter mal gehört, ne? Also du bist ja noch amtierender Weltmeister, seit 1916, glaube ich. Also ungefähr 200 Jahre. 200 Jahre. Ja, bist ja ein bisschen glücklich. Mit dem Barbecue Wiesel, da habt ihr auch einige Pläne, aber wir wollen heute auch mal ein bisschen was Privates mit dir machen. Und zwar, wir haben immer, jetzt in jeder Sendung machen wir so eine 10 Fragen, entweder oder. Okay. Entweder oder, ja? Ja. Okay? Also, nur eins von beiden. Nur eins von beiden. Also, ich fange mal an hier. Fangen wir an. Beef oder Pork? Im Moment lieber Pork. Okay, lustig, bei mir auch. Gasgrill oder Holzkohle? Ja, Holzkohle. Beim Sex, oben oder unten? Ich lieber oben. Lieber alleine. Und, war ich gut? Okay, Green Bay oder Patriots? Green Bay. Green Bay, ja. Okay. Auch jetzt mit Aaron? Mit Aaron, der am Rad dreht? Ja, gut, das ist eine wilde Saison. Ne? Total irre. Also, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Da habe ich ja noch was für dich. Paris oder New York? New York ist cooler, finde ich. Bisschen Ami, ne? Helene Fischer oder Rolling Stones? Ja, die Stones. Ja, okay, gut. Mayo oder Ketchup? Ich bin so der Mayo-Mensch. Mayo? Ja, kann man mehr machen, ne? Ja, genau, ist umfangreicher. Kannst du schöner benutzen. Jeep oder Ferrari? Ein Jeep eher, ja. Okay. Wahrscheinlich würde ich würde lieber einen Ferrari nehmen, den verkaufen wir mir drei Jeeps kaufen. Und den Kohle. Ja, okay. Und den Ferrari leasen, oder was? Ziel in Zahlung. Und den Ferrari leasen. Okay, sonntags auf der Couch oder aktiv? Also, wenn man mal chillt. Ja, lieber auf der Couch. Ja, lieber auf der Couch? Ja, ich bin ja viel unterwegs. Auf der Couch ist echt mittlerweile ganz gut mal. Okay, schön. Ja. Und das war's? Das war's, ja. Das waren die Fragen. Ja. Okay, war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Nein, alles gut. Wir kommen mal jetzt hier, gerade Amerika, ne? Patriots oder Green Bay. Ich weiß ja, dass du auch ein ausgewiesener Football-Fan bist. Ja, ja? Tatsächlich. Wie ich ja auch. Und wir haben da ja tatsächlich mal was für euch, das blenden wir jetzt mal ein. Okay. Ja, da bist du, also ich bin da echt neidisch. Coach ist Zoome, mit dir zusammen. Da hast du damals irgendwie ein Video mit dem, glaube ich, zusammen gedreht. Ja, ganz genau. Erzähl mir das mal, wie das mit dem war. Wann war das? Das war Anfang 2018 war es, glaube ich. Ja, da war er noch nicht so ganz. Aber der Mega, also die europäische Liga war noch nicht da. Ja, ich glaube, das, was ich damals mit ihm gemacht habe, würde er heute nicht mehr machen. Nee, ne? Mal so. Ja, genau. Ich habe noch ab und zu mal Kontakt mit ihm, also wir telefonieren ab und zu mal. Ja. Und er ist auch ein super Typ. Ja. Also ich kann ihn wirklich gut leiden, aber der ist halt mega busy jetzt. Ne? Ja. Da muss man einfach so sagen. Ja. Ne? Und wir haben da ein bisschen zusammen gegrillt für Fans und so. Ne? Grill mit dem Coach hieß er damals. Das war ganz spaßig. Damals hatte der Rang, gab es schon noch. Ne? Also ja, genau. Rang, die erste oder zweite Saison war das. Mhm. Ja, der war ja auch da schon. Also der war ja Trainer von Frankreich und sowas. Ja, ja, alles, ne? Der ist ein Coach. Ne? Coach. Ich finde, das ist eine coole Socke. Also ja, absolut. Wirklich cooler Typ. Wobei, was hältst du von der Europa League? Ja. Ehrlich? Na, geht mir am Arsch vorbei. Ja, ne? Ja. Also ich habe das ja, also wenn ich mir mal die NFL angucke und dann bin ich da mal rein und dann, wie viele Touchbacks da gibt und wie viele, wie weit die laufen können. Ne? Also das heißt wirklich, das ist unglaublich. Ne? Das wird sehr stark auf Sicherheit immer wieder gespielt. Ja, aber auch die kommen also auch durch. Also die Defense ist nicht so stark. Die kommen also teilweise, das ist also echt auch viel langsamer. Das ist so wie beim Damenfußball bei den Herren. Ja, so ein bisschen wie zweite Liga. Also oder? Ja, man merkt schon deutlich einen Unterschied. Also das ist ein Riesenunterschied. Also da scheppert das auch nicht richtig, sondern die können ja richtig weit laufen. Also das finde ich schon. Wie findest du NFL zurzeit? Geil, ne? Ja, ist ja echt mal eine ganz andere Geschichte wie sonst. Ne? Ja. Sonst war es ja mal sehr eingefahren, man hat nach ein paar Spielen gleich gemerkt, was los ist. Ja. Aber jetzt kann dir wirklich alles mal passieren. Das finde ich ganz spaßig. Oder? Definitiv. Also du hast natürlich so ein paar Loser. Mal unerwartet. Die Lions, ne, die sind nicht so ganz gut, aber dann hast du auch wirklich vorne. Die Cardinals hatten einen guten Lauf und jetzt kacken sie wieder ab. Also das ist schon, oder? Mhm.
was haben wir noch? Die Patriots auf einmal mit hier mit dem, wie heißt er hier, mit ihrem neuen Quarterback, den sie gedraftet haben. Ja. Ja, jetzt. Denkt drüber nach. Okay, der ist es. Ihr googelt es. Genau, findet aber schnell für uns raus. Also sehr geil, ne? Ja. Und dann, gut, dann haben wir die Green Bay, die spielen gut durchwachsen. Mhm. Ne? Ja, tatsächlich ist das ja so, dass echt noch viel passieren kann. Die Saints sind nicht so dolle. Ja. Die Buccaneers hatten so ein kleines Tief, aber kommen wieder. Aber in der Regel, okay, du hast da so ein paar Mega-Klatschen dazwischen. Ja, irre sind halt so Sachen, wenn du so ein Spiel dann siehst, wo dann auf einmal die ganze Field-Calls nicht reingeballert werden. Totaler Klassiker. Eigentlich sind die Kicker, die immer die Punkte reinholen, die sichere Punkte, und auf einmal geht alles daneben. Total Wahnsinn. Also, das habe ich jahrelang nie gesehen. Ja. Und jetzt auf einmal passiert sowas. Ne? Das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte diesmal. Also ich bin echt gespannt, wie es aussieht. Und Favorit? Ach, kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht. Was wäre denn dein, also die Saints sind ja auch abgekackt. Also Ich hätte gerne mal wieder die 49ers vorne. Ja, ich auch, aber. Ja, aber es wird wohl auch nichts. Ne? Ich hatte eigentlich gedacht, die kommen wieder und. Ja, ja, oder? Als ich angefangen habe zu spielen, waren die 49ers, das war das Jahrzehnt der 49ers. Ja, 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 natürlich. Also so, ja, ja, 80er, 90er ja, halt. Ja, ja, genau. Und Cincinnati Bengals bin ich auch so ein kleiner Fan von. Ja. Ne? Aber da geht ja auch schon ewig nichts mehr. Nee. Aber die sehen ganz cool aus. Ja. Also, irgendwie finde ich die ganz witzig. Aber ich meine, seitdem die gegen die vorher den Nahen mal im Endspiel waren, ich glaube, seitdem ist ja auch vorbei. Mit denen. Ja, da kommt, ja, ist ja schon 30 Jahre. Ja, ja. Ja, also, ich bin auch gespannt. Also ich Buccaneers könnte ich mir vorstellen. Und dann Patriots, vielleicht machen sie es doch, ich weiß es nicht. Aber es ist echt. Was ist mit den Vikings? Die Vikings ist auch nicht so schlecht, die Cardinals vielleicht. Also, im Grunde genommen ist jetzt goldene Zeiten für Buchmacher. Ja, genau. Weil es ist. Aber das zeugt natürlich auch von diesem ganzen Draft-System, ja, genau, dass die das schaffen, so spannend zu machen, dass die Mannschaften, bis auf einige Ausraster, echt jeder, fast jeder, okay, du hast halt natürlich zwischen den beiden Conferences natürlich Riesenunterschiede leider in der Qualität, aber dass die Mannschaften noch jeden, also das sind ja Ergebnisse dabei, wo du sagst, ja, hätte ich ja nie drauf gewählt. Ja, genau, ganz genau. Ja, die schaffen das halt wirklich, das etwa auf einem Level zu halten. Ja, du hast halt nicht dieses Bayern-Syndrom, sag ich mal, die alles wegkaufen und die Guten sind alle da, sitzen nur auf der Bank und alle anderen müssen halt nehmen, was über ist, sondern da hat jeder die Chance, wirklich gute Spieler zu kriegen. Ja. Ja. Was hast du noch für Affinitäten zum Amisport? Baseball, ne? War dann die Baseball. Hast du mir noch mal da waren wir mal in New York oder New York Yankees. Ne? Ja. Dann warst du schon mal total irre, dass die fünfmal hintereinander gegen den gleichen Gegner hintereinander spielen, ne? Damit die Reisegeschichten so drin haben. Und dann haben wir das langweiligste Spiel überhaupt gesehen. 1-0 oder 2-0 oder so. Ja. Das war mega langweilig. Wie viele Innings habe ich? 15 Innings, glaube ich. Ne? Sechs Tage lang geht ein Spiel, glaube ich. Oder? Gruselig langweilig war das. Ansonsten ist es natürlich geil. Und bei dem einen Punkt warst du gerade Bier holen, oder wie? Ja, nee, das war so teuer, da kannst du nicht so viel Bier holen. Also, okay. Du hast ja 0,3-Dose $12 oder sowas. Ja. Aber es war wirklich mega langweilig, also muss schon sagen. Die haben ein bisschen alle ausgeflippt und die haben dann dreimal hintereinander das Gleiche gemacht. Zweimal haben die nichts gemacht, einmal sind die ausgeflippt und du wusstest gar nicht, warum. Ich hab da gesessen und dann einfach, okay, machen wir mit. Und ich denk noch, Regeln kennst du, hast du oft genug Indiana von Cleveland gesehen. Ja, ne? Und dann was ist da jetzt wohl los passiert? Ja, keine Ahnung. Gut, in den Film ist ja, da kommt der eine Home Run und dann ist alles gut. Eben geht ja Stunden. Und die prügeln sich halt oft, ne? Ja, das ist ja, wenn der Ball mal in die falsche Richtung geht, dann kriegt der Typ sich echt auf. Und dann gehen ja alle drauf. Mütze runter und dann geht's los. Dann geht der Post. Okay, sehr cool. Nein, also Football ist schon mein Favorite, aber ich muss sagen, ich war beim Basketball in Amerika, New York. Das ist natürlich auch eine andere Liga. Ja, dann, ne? Aber das war mega. Ne? Ja, also das hat mich mega mitgerissen. Super schnell, sportlich, hin und her, viel besser. Und natürlich einen Höllennamen. Ja, absolut. Also richtig geil. Ja. Das war für mich die sportlich gesehen die positivste Überraschung. Aber das finde ich auch. Das finde ich ja auch bei Sportarten. Also Basketball und Eishockey, die kommen echt nur live in der Halle. Ja, also das sind, ist, wenn die das sind im Fernsehen gesehen hast, echt für den Arsch, ne? Oder? Und dann siehst du das mal live, da kannst du den Fernsehen gar nicht sehen. Weil allein dieses Inferno der Zuschauer, ne? Na, das ist auch, du erkennst, wie ja beim Basketball auf einmal das Spiel aufgebaut wird. Ja, das kennst du im Fernsehen gar nicht. Genau, ja, also, ne? Weil also auch. Ist immer nah ran, ne? Und beim Basketball, beim Eishockey ist es genau das Gleiche. Ja, ja. Ne? Du siehst ja die ganzen Linien, du weißt genau, was passiert. Und das ist in live 10-mal besser als im Fernsehen. Also wirklich. Im Fernsehen siehst du natürlich die Details hinter die Körbe, da kannst du alles gut gucken, aber mitreißender ist wirklich im Stadion. Also ich war ein riesen Unterschied, hätte ich gar nicht erwartet. Ich war begeistert. Und kostete gar nichts. $12 die Karte oder geil. So. Easy, ja. Hammer. Astral. Okay, ich höre gerade wieder. Moment. Salpi ist wieder da. Salpi ist da. So, jetzt probieren wir es mal. Salpi, was
ist dein O-Ton? Was ist das, sagst du dazu, dass der Oliver jetzt der Präsident der deutschen der GBA ist? Wir schalten rüber. Okay, das wird, glaube ich, heute nichts. Der Mann muss Geld verdienen, der Mann ist beschäftigt. Ja, very busy. Aber gut, ist halt ein harter Job, oder? Ja. Harter Job, sieht zumindest ziemlich hart aus gerade. Jedes einzelne Goldzipfchen schneiden, jeden Gast füttern, ob Männchen oder Weibchen, aber ich glaube eher Weibchen. Obwohl, die Fußballer füttern da auch alle, ne? Ja, natürlich, klar. Aber bei den Followerzahlen. Der macht es aber eigentlich richtig, der Junge. Ja, der macht aus nichts halt richtig viel, ne? Oder? Ja. Also so als verhaltensauffälliger. Aber das musst du halt, glaube ich, gehört auch dazu. Ja, ist halt auch die Zeit jetzt, wo sowas passt irgendwie, ne, finde ich. Ne? Also oder kann man Fan sein von oder nicht, aber muss auch respektieren, dass er erfolgreich hat, ne? Erfolgreich, und er nutzt Social Media, und diese Bewegung kennt jede Sau. So sieht's aus. So, damit hat er sich sein Brand geschaffen. Genau, hat seinen Move gemacht. Jeder weiß, was los ist. Ja, alles geil. Ja, muss man respektieren, alles gut. Okay, ja. apropos Move. Wir kommen jetzt hier zur Steak Challenge. Und zwar, ich erzähl's dir. Ja, ich habe mal auf Steak Challenge. Wo war das denn gewesen? Chef's Table oder sowas über Argentinien habe ich gesehen. So ein Bericht über Argentinien, Asado. Ne? Wir beide mögen ja auch gerne Asado. Ja, Asado ist toll. Und dann habe ich einen gesehen, der war der beste Sommelier der Welt. Der beste Falsche hat er sich so genannt. Aber ja, der ist ja auch gewollt. Davon gibt es bestimmt 20. Davon gibt es 2000. In Deutschland, allein Deutschland schon 100. Ja gut, aber die nennen sich alle nicht alle die Besten. Nein, nicht die. Ja, vielleicht auf, schon, meinst du? Auf der Visitenkarte. Ja, auf der Visitenkarte. Also steht ja nicht nur noch nicht Fleisch-Sommelier Klaus Meier, sondern der beste Fleisch-Sommelier. Ja, genau. Oder Superman Klaus. Hashtag Number One Fleisch-Sommelier. Genau. Der größte und schönste. Ja. Nee, also, und der hat dann Steaks vorgesetzt bekommen, und der hat die dann probiert und hat gesagt, was, also welche Rasse. Mhm. Er hat gesagt, ob es Bulle, Ferse war oder Ochse war. Er hat gesagt, das Alter. Er hat gesagt, die Fütterung. Okay. Ja, wie es gefüttert worden ist. Und das fand ich, na gut, ich weiß ja nicht, ob es gefaked ist, aber das fand ich mega. Ja, es hört sich zumindest sehr beeindruckend an, weil, ich meine, es gibt ja viel gutes Fleisch, gibt auch viel schlechtes, keine Frage. Gutes von schlechtem kann fast jeder unterscheiden, aber Rasse ist natürlich schon gar nicht so einfach. Finde ich auch. Ne, Fütterung will ich jetzt gar nicht sagen, könnte man hinkriegen. Alter, gut, man kann sich da ja ein richtig halten. Also ob jetzt 2 Jahre oder 19 Jahre alt ist, das wird man schon rauskriegen. Das findet man raus, genau. Also, aber ob jetzt 2,5 oder 3, ich glaube, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ne, ganz genau. Und jetzt werden wir dir auch so ein Steak mal geben gleich. Okay. Und dann erzählst du uns mal, was das ist. Ja, ich mag's Medium übrigens, ne? Alles gut. Ja, bin gespannt. Kriegen wir es hin. Also ja, dann trinken wir einen. Auf das Steak. Nochmal den Geschmack neutralisieren, oder? Gleich kommt das Steak. Ja. Und dann wollen wir sehen. Dankeschön. So, bitteschön, Dian. Oh, das sieht aber gut. Aber Olli, das ist aber nichts. Nee, das geht nicht für dich. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal gut. Das ist aber gut geworden. Guck mal hier, schönes Branding. Damit kann man aber fast schon essen. Hier, bitteschön. Die Waffen für dich essen. Dabei habe ich da nicht mal gegrillt. So. Ja, also unverkennbar haben wir auf jeden Fall erstmal hier ein Steak. Ne? Ja. Ein Beefsteak. Ich würde sagen, das ist ein Roastbeef. Hier ist noch ein ganz kleiner Teil vom Cap. Ja, würde ich sagen, aber ich würde es nicht als Entrecote bezeichnen. Der Unterschied zwischen Entrecote und Rumpen und Roastbeef ist? Ja, besteht das Ribeye, besteht aus 2 Muskeln. Ja. Und zwar haben wir das Roastbeef-Stück, das spitze Roastbeef. Ja. Und außenrum liegt dann noch der Spinalis dorsi. Ja. Das ist das Ribeye Cap. Ribeye Cap. Amerikaner gerne essen, ne? Das Ribeye Cap ist mein Lieblingssteak. Wird ja hier keiner machen, ne? Ja, ich habe das nur 1-2 Mal bekommen. Generell macht das keiner. Ja. Ich mache das immer selber. Ich kaufe mir den ganzen Rücken. Obwohl, wenn du. Und dann schneide ich das selber raus. Du als gelernter Fleischsommelier, wenn du das Ribeye relativ vorne am Nacken abschneidest, hast du doch noch mehrere. Hast du eigentlich 3 oder 4? Hast du 3 oder 4 Muskeln? Verschiedene Muskeln. Genau, und dann wird das ja nach hinten immer weniger. Genau. Also die Sache ist auch, so die ersten Steaks vom Nacken noch. Ja. Die finde ich auch richtig geil. Oder? Ja, die sind toll. Da hast du 4 verschiedene Muskeln, sag ich jetzt mal. Genau, dann bist du einmal hier, einmal hier, dann hier. Dann hast du aber viel intramuskuläres Fett, also zwischen den Muskeln das Fett. Ja. Wenn du eine gute Fleischqualität hast mit intramuskulärem Fett, dann wird das ein richtig geiles Teil. Ja. Ne? Allerdings, wenn es nur noch Nacken ist, dann ist das schon wieder was anderes. Mhm. Ne? Aber Roastbeef und dann ist Ribeye Cap, die Spinalis Dorsi. Dann kommst du so nach, ab der dritten Rippe, kommst du zum Ab der 4., 5. Rippe ist dann wirklich das Entrecote. Und dann etwas später
Liter. Das so ab das hier, also das ist dann hier nur noch ein Restcap. Ja. Restcap. Ja. Der Rest ist dann ab, dann ist dann nur noch das Roastbeef. Ja. Da gibt es dahinter das flache Roastbeef, das dann halt quasi in die Hüfte übergeht. Ja. Sozusagen. Okay, ne? Gut. Das Pecan, ja, das ist ja dann ganz am Schluss dann. Ja, ja, also ich würde erstmal sagen, es ist, wenn ich mir die Fettfarbe angucke zum Beispiel, ja, daran erkennt man erstmal, dass es keine alte Kuh oder sowas ist. Okay. Es ist ja relativ weiß. Ja. Ne? Und also alte ist jetzt kein keine 19, oder 18, 17, sowas. Ja. Genau, also es wird wahrscheinlich so 2 oder 3 Jahre vielleicht alt, ja, sein, denke ich. Ne? Denn die okay, ganz Moment, alte Kuh, Erklärung Chuquicho ist dieses ja, ist diese spanische alte Kuh, die genau, aber auch keine Rasse ist. Ganz genau, das heißt nur, ne? Das sind halt Kälber, das sind halt weibliche Tiere, 18 Jahre alt, die 12, 15, 18 Jahre alt sein, genau, können, die halt immer wieder gekalbt haben. Ja. Und die essen sehr viel Gras, ja, dadurch färbt sich das Fett durch das Beta-Carotin halt gelb. Ja. Und wenn was nicht gelb ist, wird es wahrscheinlich nicht sowas sein. Okay. Ne? Riecht auf jeden Fall sehr gut. Ne? Man fühlt auch, dass es gut gegrillt ist, würde ich mal so sagen. Das Branding ist auch gut. Das Branding ist gut, ja, aber das sagt jetzt ja nichts zum Steak erstmal, okay, aus. Ne? Ein bisschen Fett hier, wie gesagt, das sieht gut aus. Hier das Cap of Ribeye. Ich schneide einfach mal in der Mitte durch. Ja. Ne? Dann sehen wir, was so passiert. Alles gut. Ne? Also ist auf jeden Fall schön gegrillt. Ja. Hat viel intermuskuläres Fett. Ja. Ne? Riecht auch gut. Ja. Was mir direkt auffällt, nee, ist, nicht. Was bist du? Okay. Das erste, was mir auffällt, ist, dass es halt, es riecht nicht so mineralisch. Okay. Ich würde halt mal sagen, dass es nicht rein grasgefüttert ist. Okay. Zum Beispiel. Also wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich nicht, also ist wahrscheinlich kein irisches Tier zum, okay, Beispiel. Gut, ja. Kein irischer Weideochse oder, ja, so. Ne? Weil da ist weniger intramuskuläres Fett drin. Ja. Also das sieht man ja hier schon deutlich. Ne? Und wenn man es im Rohen hätte man es wahrscheinlich noch besser gesehen. Und das riecht dann sehr mineralisch, so ein bisschen nach, ich will jetzt nicht sagen nach Blut, aber das, was man so als bisschen Blutgeschmack halt kennt, sozusagen. Ne? Okay. Und wenn man da mal so ein Stück abschneidet, so, schneid mal hier das Fett erstmal weg, dann nur das Fleisch ab. Ne? Die Fasern sehen schön aus, sieht gut gereift aus, auf jeden Fall. Ne? Gut. Mhm, mh, mh. Also erstmal exzellent gegrillt. Außen toll Röstarom. Fleisch ganz weich, spricht für eine lange Lagerung. Okay. Ne? Also ist also nicht Dry Age, das würde man sofort riechen. Ja. Ne? Und außerdem ist die Kruste dann auch ein bisschen was anderes noch, ja, weil, okay, das Fleisch ja viel also weniger Feuchtigkeit hat. Eher Wet Age. Wahrscheinlich Wet Age. Okay. Und dann über irgendwo hergekommen und ich, dann in der Überfahrt. Ich glaube, ja genau, ich glaube entweder USA oder australisch, ja, weil das hat eine sehr lange Fahrt, okay, und Wet Aged und da reift das immer sehr gut. Okay. Ne? Das, Rasse, was meinst du, Rasse, was könnte es sein? Vermutlich dann Black Angus, ja, würde ich auch erstmal schätzen. Ja. Ne? Wahrscheinlich das Alter dann irgendwie 2, 2,5 Jahre, würde ich sagen. Und dann auch grain-fed, würde ich sagen. Ja, es ist nicht so süß, dass ich sagen würde, es ist nur mit Mais gefüttert. Ja. Ja. Deswegen auch mit Weizen, Roggen, Gerste, sowas, okay, in der Richtung. Gut. Ne, würde ich jetzt schätzen. Ne? Denn tatsächlich ist das hier, also diese Variante auch so ziemlich mein Lieblingssteak. Also bei Weiß, immer wenn ich Steak-Tastings mache, dann gewinnt fast immer australisch oder USA. Ja, ja. Mir persönlich schmeckt das auch am besten. Allerdings hat das natürlich den wenigsten Charakter. Ist halt geschmacklich. Geschmacklich, genau. Ja. Es hat halt so Chuquicho, also, ja, diese alte Kuh, ja, die hat natürlich einen ganz anderen Charakter. Ja. Irisches Weiderind, was auch sehr gut ist in der Qualität, hat einen ganz anderen Charakter. Schmeckt, ja, viel deutlicher nach einer bestimmten Geschichte sozusagen. Man schmeckt es deutlich raus. Hier ist halt so ein allgemeingültiger, guter, weichgespülter Fleischgeschmack. Okay. Der aber auch echt lecker ist. Also so ist es, okay, nicht. Ne? Okay. Mhm. Okay, pass auf, wir fassen jetzt mal zusammen. Also, ja. Herkunft, sagst du, USA oder Australien? Ja, die machen beides in etwa gleich. Was würdest du jetzt entscheiden? Ja, schwer zu sagen. Okay. Der einzige oder der größte Unterschied bei den beiden, also wenn du jetzt so Standardware nimmst halt und nicht irgendwelche Spezialitäten, dann ist ja nur der Unterschied, dass die Australier kein genverändertes Fuß haben, kein, ja, genverändertes Mais oder, ja, sowas haben, also, ja, keine Fütterung. Und das wirst du jetzt nicht schmecken, das wird erst in 3 Jahren rauskommen. Genau, genau, wenn ich einen dritten Arm habe, okay, irgendwann, dann weiß, okay, ich okay, das lassen wir gelten, es ist also, australisch, okay, ja, hm? Rasse? Black Angus würde ich sagen. Angus, ja, ist die allgemein, ja, größte Rasse. Könnte vielleicht noch Hereford sein, aber es ist, ja, Black Angus, ist auch Black richtig. Black Angus würde ich sagen, ja, genau. So, dann sagst du Grain-Fed. Ja, genau, also stimmt mit auch. Mais, mit Korn und sowas halt, ja, alles. Okay. Ne? Stimmt auch, also zugefüttert. Ne? Genau, also die letzten Monate, glaub, mindestens 3 wahrscheinlich, ja, ja. Viel länger glaube ich nicht, also, ja, höchstens 6 würde ich schätzen, ja, weil dann wird es immer süßer, ja, hinterher raus. Ja. Ne? Würde ich sagen, so irgendwas zwischen 3 bis 6 Monaten zugefüttert, Kraftfutter halt. Okay. Ne? Weil die laufen ja die ganze Zeit auf den Weiden rum.
Und nur ganz zum Schluss werden die ja dann eingesammelt, kommen diesen Feedlots, ne? Ja. So Feedlots. Feedlots. Ne? Und da kriegen sie dann halt Kraftfutter. Ja. Bewegen sich wenig, dafür die, deswegen die intramuskuläre Fettansammlung. Ja. Ne? Und deswegen halt auch der Geschmack. Ja. Denn nur Wiese quasi schmeckt einfach ganz anders. Ne? Okay, was fehlt uns noch? Salz fehlt auf jeden Fall. Salz, ja, ja, okay. Salz fehlt uns noch. Okay, Salz. Nein, es fehlt noch das Alter. Das Alter, ja, eher jung, eher zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb, ja. Okay, je nachdem, wie lange zugefüttert worden ist, ja. Weil die werden ja irgendwann eingesammelt. Ja. Und dann bekommen die ja dieses Kraftfutter, was für die Tiere ein Problem ist, weil die Tiere ja Mais gar nicht als normales Essen zum Beispiel fressen würden. Ja, normalerweise. Und nicht in der Menge zumindest. Und das macht der Magen nicht lange mit. Und je länger der Magen das mitmacht, umso länger werden die halt damit gefüttert. Ja. Und wenn die dann merken, dass dem Tier geht so schlecht, ja. dass es dann einfach verträgt, dann wird es geschlachtet. Ja. Das sind dann die Tiere, die dann 3 oder 4 Monate die zugefüttert werden. Die anderen werden dann 6 und 8 oder auch noch länger vielleicht. Ja. Ne? Also 210 Tage habe ich schon mal gesehen, ja. oder irgendwie so. Und es schmeckt sehr gut. Die Haltungsmethoden ist dann zum Schluss allerdings nicht mehr das, was man vielleicht fördern sollte. Okay. Ne? Also ich... Ja, da gibt es ein Riesenthema, regional, ja, genau, und sowas. Ganz genau, regional. Also erstmal habe ich... Das muss man in einer anderen Sendung machen. Ja, ich habe im Prinzip kein Problem, wenn man mal Fleisch aus Australien oder so isst. Denn wir holen uns ja auch Kaffee aus Kolumbien. Sicher, ne? Ja. Unsere ganzen Klamotten kommen aus Asien, Vietnam oder wer weiß woher, Kambodscha oder so. Ne? Kakao wächst auch nicht in Deutschland. Ja. Keine Orange wächst bei uns in Deutschland. Die Waffen, ne? Aus Russland. Ne? Alles mögliche. Waffen, ne? Welche sich drauf bekommen. Asien. Avocado oder irgendwie sowas. Ich meine, das wächst halt hier alles nicht. Ja. Kokosnuss, da brauchen wir keiner weiter erzählen. Deswegen ist es auch okay, wenn man sich ab und zu was aus den USA oder so kommen lässt. Darf auch mal ein Fleisch sein, muss nicht nur immer die Jeanshose sein. Ja, ja. Ne? Ich bin da auch ähnlich. Ne? Aber grundsätzlich finde ich schon Regionalität eine gute Sache. Und wir haben mittlerweile in Deutschland gute Qualitäten. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Also das heißt, es ist ein Black Angus, es ist aus Australien, es ist Grain Fat, definitiv, was fast alles Australisches. Deswegen, ist, das macht die Sache dann relativ einfach. Und USA eigentlich auch. Jetzt sagen, du hast wirklich einen Spezialitäten-Händler, der seine 10 Kühe da hat, aber das werden wir haben. Aber das merkst du natürlich dann direkt am Internet. Ja, und das werden wir auch gar nicht bekommen hier. Das behalten die einfach da. Bleiben die auch da. Ja, ganz genau. Ne? Dann haben wir 30 Monate, das ist richtig. Und dann ist es auch, ist es Wet Age, das heißt, du hast da tatsächlich. Ja, locker 6 bis 8 Wochen Reifung im Beutel. Ja. Ne? Also allein die Fahrt drüber. Allein die Fahrt, bitte, bis es hier beim Händler ist. Ja, ist es ganz klar. Also das heißt, volle Punktzahl. Das heißt, tatsächlich hat sich diese Ausbildung zum Fleischsommelier bei dir doch gelohnt. Du weißt ein bisschen was. Ja, die Sache ist halt, man bekommt da den Grundstock mit. Ja. Man ist ja ein Fleischbot, also ein Botschafter des guten Geschmacks, sage ich jetzt mal. Und man weiß natürlich, das eine oder andere dann auch deutlich besser zu unterscheiden. Aber man muss immer dran arbeiten. Ja. Man muss bei jedem Steak, bei jedem Kotelett, was ich bestelle, immer gucke ich, wo kommt es vielleicht her. Ich frage natürlich danach in erster Linie. So wie ein Weinsommelier natürlich auf seine Flasche guckt, wo kommt der Wein her. Und da ist es ja auch, je mehr Wein der trinkt, umso besser kennt er sich damit aus. Deswegen, man muss es immer probieren und sich dann selber quasi fragen, was war es denn, wie ist es denn gewesen. Und natürlich ist die Zubereitungsmethode auch immer ein bisschen schwierig. Wenn das jetzt durchgegrillt ist, was natürlich hoffentlich keiner macht, dann ist es auch schwerer zu erkennen. Ja. Obwohl eine gute Qualität, auch wenn sie ein bisschen drüber ist, immer noch geil ist. Okay, das heißt, das ist natürlich auch ein, wie beim Wein, ein unerschöpfbares Thema. Das heißt, du kannst da wirklich, wochenlang kann man darüber philosophieren. Ja, ja. Aber ihr seht, man kann es erkennen, wenn man ein bisschen Plan hat. Man erkennt, was für ein Tier das ist, ungefähr zumindest. Ja, ich sage immer den Leuten, wenn du da sowas mal auch selber wissen möchtest sozusagen, dann geh zu einem Händler, hol dir 4 verschiedene Qualitäten. Ja. Ne, einmal aber, dass ich Uruguay meinetwegen für 20 Euro das Kilo, ne, bis hinterher was richtig Teures, dazwischen was Deutsches, was Irisches, wie gesagt, was einfach mal so 2 Stück oder von jeder Sorte 1, dann lädt man 4 Kumpels ein und probiert alles durch und bespricht dann einfach selber, was man da quasi an Geschmack erfährt. Ja. Und das macht man 2-3 Mal und dann hat man das ein bisschen drauf. Okay, cool. Super. Da lässt man sich zumindest kein schlechtes Steak mehr andrehen. Nein, nein. Ja, gut. Okay, ja, da hast du recht. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wir haben ein kleines Gewinnspiel heute gemacht. Das heißt, der Olli hat uns ein Buch mitgebracht. Zeig mir das mal gerne. Ja, du hast ja gesagt, es hat irgendwas mit Steaks heute zu tun. Das ist deswegen habe ich Nigel, Nagel. Ja, neu. Ist jetzt so 5 Monate alt auf dem Markt, so, sozusagen. Okay, Steak and Burger. Passt gut zum Thema. Bekommt ihr natürlich mit Widmung für den Gewinner persönlich gewidmet. Steak and Burger, sehr cool. Schicke ich euch dann nach Hause sozusagen. Und eine schöne Widmung bekommst du da rein. Ja. Ne? Machst du da rein. Das ist ein schönes Buch. Und wir machen noch zusätzlich ein Meet and Greet mit uns beiden.
wenn wir wieder für die Patio Pokers was machen. Das heißt, wenn wir wieder drehen, dann kommt, kannst du oder der Gewinner kommt zu uns und grillt mit uns. Ja, und kann auch nicht essen. Und kann auch nicht essen. Ja. Und wird dann da auch noch vertätschelt und kann schöne Fotos machen, wenn er Bock hat. Ja. Und darf mit uns oder darf. Ja. Wenn er Bock hat, kann er gerne mit uns grillen. So, sagen wir es mal. Also ja, wer keinen Bock hat, soll gar nicht mitmachen. Wer keinen Bock hat, soll gar nicht mitmachen. Das genau. Ne? Also wer Bock hat auf einen lustigen Tag mit ordentlich Essen. Und wir sagen mal gerne auch Ladies. Sie können sich auch gerne dafür bewerben. Ja, unbedingt. Also nicht, dass wir, also Männer nehmen wir auch, aber klar, alles gut. Im Notfall nehmen wir auch Männer. Okay, und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einmal den Kanal abonnieren. Ihr müsst einmal die Glocke anmachen, glaube ich. Ja. Ist das? Ja, für die Benachrichtigung. Für die Benachrichtigung, die Glocke anmachen und das Video kommentieren. Das würde erstmal reichen, oder? Ja, definitiv. Wenn ihr Bock habt, unseren Insta-Kanal vielleicht auch noch machen, aber... Wollt's ja nicht so schwer haben, ne? Ja, Insta-Kanal ist Late Night Beef Show ganz neu, glaube ich, jetzt an. Ne? Also, sowas müsst ihr machen, dann bekommt ihr dieses Buch mit der Widmung von El Presidente, Oliver Sievers, und ein Meet and Greet mit uns beiden. Dann grillen wir schön zusammen. Könnte ganz interessant sein, wir würden dann auch noch mal hier so ein... Ne? Ja, ein bisschen Schnaps bringen auch noch mit. Ne? So ein bisschen Schnaps dabei trinken und so, also alles cool. Wir gehen jetzt mal rüber zu Sidebay und hören mal, wie er die Sendung gefunden hat. Ne? Ja, und wie er das gefunden hat. Vielleicht wieder jetzt Zeit. Jetzt ist es die letzte Chance für Sidebay, endlich mal was dazu zu sagen. Wir schalten rüber. Okay, heute klappt das leider nicht. Der Mann ist busy, aber er hat eben auch wahrscheinlich auch ein Black Angus Steak gerade, was er da serviert, denke ich. Aber mit Goldfolie drauf. Mit Gold, ja, nicht mit Goldfolie drauf. Ja, oh mein Gott. Ja gut, kostet halt 18 Mal so viel wie das hier. Mhm, ja, und die Goldfolie kostet gar nichts. Yeah. Ne, das ist halt hier so, gibt es damals hier Danziger Goldwasser. Kennst du das noch? Ja, DDR, natürlich. Ja, mit dem Goldfilter drin. Ja, ich habe Olivenöl mit Gold, habe ich auch. Ja, echt? Ja, Gold schmeckt ja nichts, nach nichts, ja, und schaltet es ja im Prinzip so wieder aus. Ja, natürlich. Ja, also, halt Gold, ja, der teuerste Schiss, den du hattest. Ja, jetzt, ja, wahrscheinlich, ja, wenn es so teuer ist. Okay, wir danken euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare, gerne liken. Wir löten das Ding jetzt hier weg. Ja, unbedingt. Ne? Vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.